Privet, das heißt Hallo auf Russisch. Ich bin die Franziska, ich komme aus dem Erzgebirge und war für ein Jahr in der Ukraine, in Odessa, und habe dort einen Freiwilligendienst in einem Zentrum geleistet für benachteiligte Kinder. Ich habe einen Apfel mitgebracht und das ist kein Souvenir für mich, sondern es stellt ein Symbol dar. Und zwar wurde zu meiner Freizeitbeschäftigung das Einkaufen auf einem Basar. Und unter so einem Basar kann man sich einen Freiluftmarkt vorstellen, wo man von Gemüse, Obst, über Fahrräder, über Technik alles bekommen konnte. Und mir hat es sehr gut gefallen, diese Art des Einkaufens, da man zum Beispiel auch auf einem Trödelmarkt die Preise verhandeln konnte und auch einfach diese Geräusche und diese Kulisse einfach mich fasziniert hat. Ich konnte vor allem mitnehmen, in der Kindererziehung neue Methoden zu lernen und darin zu wachsen. Und da ich am Anfang auf der Sprachebene mit den Kindern nicht so gut kommunizieren konnte, weil meine russischen Sprachkenntnisse noch nicht so ausgereift waren, habe ich versucht, vor allem durch Körpersprache meine Zuneigung zu den Kindern auszudrücken. Ich würde allen Bewerbern mit auf den Weg geben, dass sie sich schon im Voraus mit der Sprache auseinandersetzen, dass ihnen dann nicht wie mir geht und halt am Anfang vor allem auf der Sprachebene nicht kommunizieren können. Und das erleichtert auch den Einstieg in die Arbeit.